Ich bin gerade nach Hause gekommen und habe bei meiner Nachbarin ein Paket abgeholt. Und dieses Paket ist von Vorablesen. Und ich dachte mir, wir packen das mal zusammen aus. Es gab nämlich von Vorablesen auf der Leipziger Buchmesse eine kleine Aktion. Da konnte man so Rezensionskärtchen suchen. Die wurden von Vorablesen an den unterschiedlichen Verlagsständen verteilt. Und dann hat man ein Foto gemacht, hat das hochgeladen. Ich habe das bei Instagram gemacht und dann wurden 10 Leute ausgewählt, die ein Goodiebag gewinnen. Und ich bin dabei, ich habe mich riesig gefreut und ich würde sagen, wir packen das mal aus. Ich habe mich hier auch mit einem Messer bewaffnet, falls es nicht aufgeht, aber es scheint zu funktionieren. So, ich zeige euch das kurz. Das sieht so aus. Das ist wahrscheinlich wieder der, wenn ich es rauskriege, der obligatorische Beutel von Vorablesen. Dieser, und es fühlt sich sehr nach Büchern an, nach mehreren Büchern. Ich bin gerade ein bisschen erstaunt, weil sonst, letztes Jahr hatte ich das auch bekommen, da gab es aber, ich glaube, ein bisschen mehr so Kleinkram. Deswegen bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was da drin ist. Oh, ich sehe schon. Fangen wir mit diesem Kleinkram an, würde ich sagen. Hier haben wir einmal eine Postkarte. Ich lese nur noch diese Seite, die häufigste Lüge eines Lebens oder meines Lebens. Sehr cool. Das ist eine Postkarte. Dann haben wir hier mein Fernwehbuch. Sieht aus wie so ein kleiner Reisepass aus dem Delius Klasinger Verlag. Sagt mir gar nichts. Aber es scheinen ein paar Autoren und ihre Bücher drin zu sein. Werde ich mir auf jeden Fall später mal genauer anschauen. Dann haben wir hier einen Aufkleber von Diogenes. Noch eine Postkarte. Ich glaube, die hatte ich schon mal von Vorablesen. Die ist auf jeden Fall sehr cool. Noch eine. Oh, und dann haben wir hier zwei Hörbücher. Beides dieselben, wenn ich das jetzt richtig sehe. Und zwar ist das Die Frauen vom Löwenhof, das war unter anderem ein Buch, was ein Rezensionskärtchen hatte, was ich fotografiert habe. Ich weiß nicht genau, um was es geht. Es müsste, glaube ich, so ein bisschen historisch sein, aber nagelt mich nicht fest. Ich lese euch das einfach mal vor, weil ich mich jetzt hier nicht drüber informiert habe, um was es geht. Ein schwedisches Landgut, eine mächtige Familie, eine Frau zwischen Liebe und Pflicht, die große Saga von Corinna Boman. Agneta kämpft mit den Tränen. Ein Telegramm ruft sie nach Hause, ihr Vater ist bei einem Brand ums Leben gekommen. Dabei hatte sie sich schweren Herzens von ihrer mächtigen Familie losgesagt und in Stockholm ein freies Leben als Malerin geführt. Jetzt werden ihr Titel, Glanz und Vermögen zu Füßen gelegt. Sie soll das Erbe ihres Vaters antreten als Gutherrin von Löwenhof. Ihre Wünsche und Träume sind anders. Sie sehnt sich nach einem Leben an der Seite von Michael, einem aufstrebenden Anwalt. Selbstlos stellt Agneta sich der Pflicht und Familientradition. Ihr Herz jedoch kann nicht vergessen und sehnt sich nach Liebe. Okay, das klingt jetzt nicht historisch, sondern mehr so nach einem Familiendrama-Roman. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Es sind zwei. Das heißt, ich könnte eventuell eins an euch verlosen, falls ihr da Lust habt und Interesse habt, dann würde ich da eventuell nochmal eine extra Verlosung machen oder vielleicht meldet sich jemand von euch und ja, dann würde ich ihm das dann zuschicken. Und jetzt sind hier noch drei Bücher drin, wenn ich das richtig sehe. Als erstes ist hier Ein Keim kommt selten allein von Professor Dr. Markus Egert. Das ist jetzt mehr so ein Sachbuch wahrscheinlich, was sich so ein bisschen um Bakterien dreht. Also hier steht Erreger auf dem Smartphone, Bakterien im Küchenschwamm, Keime auf der Klobrille. Nahezu überall in unserer Umgebung lauern Mikroben und leben mitten unter uns. Stehen wir also bereits mit einem Bein im Grab, wenn das Desinfektionsspray nicht griffbereit ist? Also hier scheint es darum zu gehen, dass der Professor uns so ein bisschen in unseren Alltag und vor allen Dingen in das Gebiet der Alltagshygiene reinwirft. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Ich bin ja jetzt auch so vom Studium her so ein bisschen in die Richtung Biologie gekommen mit meinem Master. Von daher ist es wirklich ganz cool. Ich bin auf jeden Fall gespannt und möchte auf jeden Fall mal reinlesen. Falls ihr das kennt, sagt gerne Bescheid, wie ihr das findet. Dann
Als zweites ein Hardcover zur Stunde Null von Lotta Lundberg. Das sieht auch so ein bisschen historisch aus, aber wahrscheinlich ist es das wieder nicht. Stunde Null, der totale Zusammenbruch und gleichzeitig ein Neuanfang. Drei Frauen aus drei Generationen, die an einem Wendepunkt angelangt sind, die vor den Ruinen ihres Lebens stehen. Gibt es für sie noch eine Chance, auch wenn das Schlimmste schon passiert ist? Lotta Lundberg erzählt von ihren Träumen, Ängsten und Hoffnungen und spannt dabei den Bogen von Berlin im Jahr 1945 bis ins heutige Schweden. Okay, klingt doch ein bisschen historisch. Ja, ist jetzt nicht hundertprozentig meins. Ich werde mal schauen, ob ich es vielleicht irgendwann anlese. Auch hier, falls ihr das kennt, schreibt mir unbedingt. Ja, so kann man es auch wieder wegtun. Und jetzt ist hier ein Buch drin, das ist ein Thriller und ich habe ihn leider schon gelesen. Und zwar ist es ein Teil von ihr, von Karin Slaughter. Hier geht es um Andrea und Andrea, kommt in eine Situation in ihrem Leben, wo sie mit ihrer Mutter in einem Café ist. Und dabei kommt es zu einer grauenvollen Schießerei. Und ihre Mutter bekommt da aber, ja, wie sagt man das? Das ist ein bisschen schwierig jetzt zu erklären, weil ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Aber es kommt auf jeden Fall sozusagen jemand, der möchte sie umbringen. Ob das jetzt direkt der ist, der die Schießerei anzapft, da weiß ich nicht mehr so genau. Auf jeden Fall kommt es dazu, dass Andrea ihre Mutter diesen Schützen umbringt. Und Andrea versteht die Welt nicht mehr. Und ihre Mutter sagt dann, du musst fliehen, du musst abhauen, fahr da und dahin, dort findest du Geld, dort findest du ein anderes Auto und ja, flieh einfach. Und Andrea macht das natürlich, weil sie ihrer Mutter vertraut. Und sie stößt dann aber auf dieser Flucht auf viele Geheimnisse und auf ein ziemlich dunkles Geheimnis von ihrer Mutter. Und sie weiß dann im Endeffekt gar nicht mehr so richtig, wer ist ihre Mutter wirklich. Kennt sie ihre Mutter wirklich? Und genau, darum geht's. Ich fand es wirklich nicht schlecht. Ich glaube, ich hatte so ein paar kleine Kritikpunkte. Was das jetzt genau war, weiß ich jetzt nicht so hundertprozentig, muss ich jetzt zugeben. Aber ich fand es nicht schlecht, das weiß ich. Aber leider habe ich dieses Buch schon. Ob ich das jetzt mir ins Regal stelle, weiß ich nicht. Ich habe es als E-Book auf meinem Tolino, deswegen ich brauche es jetzt nicht unbedingt im Regal, weil es jetzt auch nicht unbedingt ein Buch ist, was ich nochmal lesen möchte. Deswegen wäre das, glaube ich, auch ein Buch, was ich an euch verschenken würde, beziehungsweise verlosen würde. Und das könnten wir auch gleich zusammen mit dem hier machen, auch gern getrennt. Ich würde sagen, das machen wir auch direkt. Falls ihr eines dieser Bücher bzw. das Hörbuch, das Buch oder vielleicht auch beides gewinnen möchtet, schreibt mir das einfach gern unten in die Kommentare. Schreibt mir gern dazu, warum ihr das gewinnen möchtet bzw. ob ihr vielleicht von den Autorinnen schon mal was gelesen habt oder gehört habt. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Schreibt mir das einfach in die Kommentare und ich würde sagen, ich lose dann irgendwann aus, vielleicht so in 3 Wochen. Ich glaube, ich werde mir nochmal ein genaues Datum raussuchen. Ich werde euch das hier einblenden, dieses Datum, und ich werde es natürlich auch alles in die Infobox nochmal schreiben. Und dann könnt ihr eines dieser Bücher, beziehungsweise dieses Buch, dieses oder dieses Hörbuch gewinnen. Ja, ich würde mich freuen, wenn das bei euch ein neues Zuhause so findet, weil bei mir ist es jetzt, wie gesagt, nicht so, ja, ist halt schade. Das habe ich hier doppelt, also das werde ich auf jeden Fall mir mal anhören, auch wenn ich nicht so der Hörbuchmensch bin und dieses Buch habe ich leider schon gelesen. Aber so habt ihr natürlich auch die Chance, was zu gewinnen. Ich hoffe, ihr macht mit. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, das war das kleine Unpacking. Das war alles, ich zeige es euch nochmal, in diesem Vorablesenbeutel drin. Den habe ich jetzt, ich weiß nicht, ob ich zum zweiten oder dritten Mal habe. Vielleicht packe ich da euren Gewinn wieder ein. Mal schauen. Ja, ich habe mich auf jeden Fall riesig gefreut, auch über den Kleinkram. Diesen Reisepass hier werde ich mir gleich mal angucken, weil das sieht echt mega cool aus. Zum Beispiel so. Also ich finde das richtig cool. Deswegen, das werde ich mir gleich nochmal angucken. Ich werde mir generell alles nochmal in Ruhe jetzt angucken nach dem Video. Und ja, ich würde sagen, falls ihr Lust habt, sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder. Ciao!